Hallo, liebe Studierende, und herzlich willkommen an der Technischen Hochschule Nürnberg. Mein Name ist Nils Oberbeck, ich bin der Präsident der TH Nürnberg. Auch ich möchte Sie herzlich willkommen heißen an unserer Hochschule. Mein Name ist Christina Zitzmann, ich bin die Vizepräsidentin für Bildung. Nachfolgend stellen wir Ihnen die verschiedenen Serviceeinrichtungen unserer Hochschule vor. Studierenden können zu uns kommen während ihres ganzen Semesters, wenn sie Fragen rund ums Studium haben. Es können Fragen zu Urlaubssemestern sein, zu Wiederholungsprüfungen oder wenn man generell Fragen zum Studium hat, also wenn man vielleicht auch Probleme hat, die man besprechen möchte oder seinen Studiengang wechseln möchte. Man kann zu uns kommen. Wir sind in der kleineren Villa am Prinzregentenufer. Da bieten wir persönliche Beratung an. Man erreicht uns natürlich aber auch per Telefon, per E-Mail. Wir haben unser Studienberatungsportal. Da kann man uns anonym im Internet Fragen stellen und wir bieten auch Videoberatungen an. Unser Tipp für die Erstsemester ist es, dass ihr einfach auf eure Kommilitonen zugeht, knüpft neue Kontakte. Denn zusammen studieren macht wirklich mehr Spaß und wenn man sich in Lerngruppen trifft, dann ist das Studieren auch eigentlich leichter. Das Studienbüro sind quasi die Ansprechpartner rund um das Studium, rund um Studien- und prüfungsrechtliche Angelegenheiten. Thema Praktikumsangelegenheiten, Urlaubssemester und natürlich die Erstellung der Abschlussunterlagen erfolgt hier und auch die Ausgabe an die Studierenden, wenn das Studium dann hoffentlich erfolgreich abgeschlossen wurde. Als Studierende erreichen Sie uns am besten, wenn Sie auf unsere Internetseite gehen, auf Homepage, und zwar unter Studienbüro Studierendenservice, und da finden Sie direkt die Kontaktdaten der Ansprechpartner für den jeweiligen Studiengang, also für Ihren Studiengang, mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Erstsemester, ja, unbedingt die Veranstaltungen nutzen, die angeboten werden am Anfang des Semesters, sei es in digitaler Form oder persönlich im Fakultätssekretariat nachfragen, wenn Fragen sind, auch gerne zu uns direkt in Kontakt suchen, wenn irgendwelche Unklarheiten sind, dass wir den richtigen Ansprechpartner weitervermitteln. Im ersten Semester ist es wichtig, sich erstmal einen Überblick zu verschaffen. Das gilt auch fürs Schreiben. Also wir haben extra Angebote für Erstsemester, Einführung ins wissenschaftliche Schreiben. Am besten mal so einen Workshop besuchen und danach fühlt sich das alles gleich viel einfacher an. Als Unterstützung bieten wir hauptsächlich drei Sachen an, alles online. Einmal Workshops, Live-Online-Workshops, aber auch Moodle-Kurse. Dann zweitens Online-Beratung von ausgebildeten Schreibtutorinnen für Studierende. Und dann drittens noch die Schreibzeit. Das ist ein Angebot, wo man sich online zusammenfindet, um zusammen zu schreiben, um den inneren Schweinehund zu überwinden und Motivation aufzubauen. Studierende finden uns auf der Homepage, einfach www.thnürnberg.de/schreibzentrum. Und für die Workshops kann man sich anmelden über Virtuom. Genau, also man kann es natürlich immer eine E-Mail schreiben, aber wir sind auch auf Facebook zu finden. Man kann uns für Instagram erreichen, über CU, also alle Kanäle gehen. Man kann natürlich auch noch anrufen. Das Language Center koordiniert das komplette Sprachprogramm an der Hochschule. Alles, was irgendwie mit Fremdsprachen zu tun hat, hier, ob freiwillig oder Pflicht, läuft über das Language Center. Das heißt, jeder hat die Möglichkeit, neben seinem Studium weitere Fremdsprachenkenntnisse zu erwerben, auch wenn die im Studium nicht explizit vorgesehen sind. Studierende erreichen uns am besten per E-Mail oder per Telefon oder auch während der Öffnungszeiten hier im Büro, im Front Office in der Kramer-Klett-Straße, gerne auch ohne Termin einfach vorbeikommen. Neue Studierende sollten sich rechtzeitig informieren. In vielen Studiengängen gibt es Pflichtenglisch und wer weiß, dass er in seinem Studiengang Pflichtenglisch hat, der sollte sich rechtzeitig darum kümmern, wann das ist und gegebenenfalls vielleicht noch einen Grammatikkurs oder einen Konversationskurs zur Auffrischung besuchen.
Das International Office pflegt 160 Hochschulpartnerschaften weltweit und im Rahmen dieser Hochschulpartnerschaften haben Studierende die Möglichkeit, ein Studiensemester im Ausland zu absolvieren. Darüber hinaus haben Studierende natürlich die Möglichkeit, ein Praxissemester im Ausland zu absolvieren und mehrere Kurzaufenthalte im Ausland sind auch möglich. Das International Office berät auch internationale Studienbewerber, die sich für ein Studium, für ein Vollzeitstudium an der Technischen Hochschule Nürnberg interessieren. Und darüber hinaus bieten wir eine Vielzahl an interkulturellen Veranstaltungen an. Wir empfehlen unseren Studierenden, sich rechtzeitig zu informieren. Das können Sie auf der IOM Homepage. Dort finden Sie umfassende Informationen, auch Erfahrungsberichte von ehemaligen Outgoings, die schon eine Studienphase im Ausland absolviert haben. Und in Erfahrung zu bringen, welche Zulassungsvoraussetzungen für den studienbezogenen Auslandsaufenthalt Sie erfüllen. Die Bibliothek erreicht man am besten hier am Campus Kesslerplatz, mitten im Campus, im Herzen und im neuen Informationszentrum, aber natürlich auch telefonisch, per E-Mail und dann haben wir eine Homepage. Und Sie können uns auf Facebook und auf Instagram folgen. Wir als Bibliothek bieten den Studierenden Fachliteratur und Lehrbücher an. Wir bieten ihnen elektronische und gedruckte Bücher. Und natürlich auch, die Bibliothek ist ein Lernort, also auch Arbeitsplätze und Gruppenarbeitsräume. Wir bieten den Studierenden Schulungen an, in denen wir ihnen zeigen, wie sie an das Wissen kommen, das sie brauchen. Das neue Gebäude ist extra für die Bibliothek geplant und sowas hatten wir noch nie. Wir haben jetzt viel mehr Platz als früher und deswegen freuen wir uns, wenn Sie alle zu uns kommen. Am schönsten am neuen Gebäude finde ich, dass die alte Zentral- und Teilbibliothek jetzt zu einer Bibliothek, der Bibliothek, zusammenwachsen. Unser Tipp für die Erstis, also ich hätte den Tipp, dass Sie Ihre OHM-Card unbedingt genau anschauen. Da steht eine ganz wichtige Nummer drauf, das ist nämlich die Bibliotheksnummer. Die braucht man zum Ausleihen und zum Vormerken und Bestellen. Okay. Erstsemestern würde ich empfehlen, alle Schulungsangebote, die die Bibliothek bietet, auch anzunehmen, weil es lohnt sich schon. Wir als zentrale Einrichtung IT bieten alles vom Netzwerk bis zur letzten Anwendung für Studierende. Also wir machen das lokale Netz, wir machen die Server und wir machen die Anwendungen, die Software, das Wireless LAN, alles, was Sie als Student brauchen für Ihr Studium. Am besten erreicht man uns über ein IT-Service-Desk. Also zum einen ist das eine telefonische Erreichbarkeit per Telefon oder als E-Mail an die rz-hotline@thnürnberg.de oder Sie kommen persönlich vorbei an unserem IT-Service-Desk. Allgemeinen Tipp, kommen Sie, benutzen Sie auch unsere PC-Labore. Also wir haben ganz viele Labore hier, ganz viele Rechner, 180 Stück, wenn alle da sind. Und Sie sind herzlich willkommen, alle miteinander. Und was wir noch, was ich Ihnen nahelegen möchte, ist, wir haben ganz viele Dokumentationen bei uns über alle Anwendungen hier an der Hochschule. Also lesen Sie sich einfach rein. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Einstieg in Ihr Studium und viel Erfolg an der TH Nürnberg.